Der Mallorca-Urlaub könnte bald wesentlich teurer werden, sodass einige ihn sich gar nicht mehr leisten können. Marga Prohens, Ministerpräsidentin der Balearen, sagte Ende September 2024, dass die Ecotasa, eine Touristensteuer, von Juni bis August erhöht werden soll, um Touristen auch aus Deutschland von der Insel fernzuhalten. Eigentlich soll die Steuer zur Finanzierung für nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden, aber dieser Grundsatz wurde immer mehr verändert. 2022 nahm die Baleareninsel 133 Millionen Euro dadurch ein. Bisher bemerkt man von der Umsetzung als Tourist nichts. Im Gegenteil, Anfang 2024 stürzte ein Beachclub am Ballermann ein und tötete Touristen. Angeblich hatte der Club keine Lizenz, was nicht bemerkt wurde. Für die 138 Millionen Euro hätte aber sicher der ein oder andere Kontrollbeamte eingestellt werden können. Einige Touristen bleiben nun für immer auf Mallorca, unter der Erde. Zur Steuer? Eine vierköpfige Familie zahlt aktuell bei 9 Tagen Aufenthalt, je nach Konstellation, bis zu 150 Euro. Denn kurioserweise kommt zu der Gebühr auch noch Mehrwertsteuer hinzu. Es bietet sich an, vielleicht andere Inseln in Zukunft vorzuziehen, wie Sizilien oder Malta, die nicht so hohe Touristenabgaben fordern.